Oh, hey und willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Warum ich hier raus, geht da rein. Weiß nicht, ich glaube, ich wollte hier noch mal gucken, ob hier noch irgendwas ist, aber brauche ich ja eigentlich nicht, ne? So, wir haben Kyra besiegt beim letzten Mal und jetzt haben wir wieder hier eine ganze Ecke neues Zeug, was wir machen können. Gehen wir mal nach oben zuerst. Wohl lassen nicht nach oben zuerst gehen, weil oben sieht vielleicht richtig aus. Jetzt nach rechts gehen, Gamora. Schwerer Schaden für dich. Weiß nicht, ob mir das gefällt. So. Boom. Mach mal, das sind Level 2 Gegner, komm. Kann nicht so stark sein, oder? Alter. Ich bin nur eingebildet, oder sind wir irgendwie voll... Oh, das wäre jetzt so geil gewesen. Wir verarschen. Geh weg hier. Habt ihr wortwörtlich in den Hintern getreten? Zwei Lernjuwelen nur. Ich dachte, ich kriege hier ein bisschen mehr. Also wir jetzt einen Weg nur abgehen und dann wirklich alles, was wir da finden, erledigen. Das ist eine Höhle. Hallo, was haben wir denn da noch? So, letzte Shop. Okay, du bist nur Level 1, ne? Okay. Glaube nicht, wir haben erst nur die Hälfte des Abenteuermodus hier erreicht. Also, das wäre ja richtig krass. Hi. Oh, Junge. Mädchen. Hier. Richtig raushauen, bitte. Ja. Ja, Level 1 und 2 Gegner, die braucht ihr mir nicht mehr hier unter zu jubeln. Also ich krieg die schon kaputt. Mittlerweile. Gravity Man. Noch ein Dojo. Jetzt was über Physik lernen? Nein, geh weg. Sprungkraft, oh Gott. Physik. Oh, oh mein Hassfach. Neben Sport. Nö. Lass erstmal woanders hingehen, ne? Ja, das sieht mir doch ein bisschen krass aus. Den kümmern wir uns irgendein andermal. Lass doch mal da hingehen. Hier muss gerade. Wir haben zwar mehr Effekte, glaube ich, aber. So an sich stärker sind die, glaube ich, nicht, ne? Wo sind bestimmt auch voll krasse Gegner irgendwo Level 3 oder Level 4, ne? Hi. Nein. Ich hab den nicht. Ich merke gerade, man kann den Angriff ein bisschen lenken, so. Hier so, ich tritt zum Beispiel nach rechts, so trete ich nach rechts. Und so trete ich so ein bisschen nach höher, also man kann den Kick ein bisschen kontrollieren. Das ist auch mal krass. Nicht runter. Jetzt kannst du eine Bombe nicht mehr zünden, ne? Oh. Deren Ultimates irgendwie voll schnell ready oder bin ich mir nur ein? Restart. Bruce Lee Ellbogen sieht irgendwie so aus. So, sehr gut. Weiter mal in ihr. Das sind zwei Wege. Okay. Ich glaube, die werde ich hier ein bisschen öfter sehen. Ne?
Aber was, lass wir die. Ich kann da gar nicht runter. Schon wieder was. Lass die aber erstmal so so oft wie möglich hier aus dem Weg gehen, bevor wir uns um die kümmern. Und dann Axel. Er ist aus Mega Man X7, X8. Setz mal Zero dagegen ein. Geht natürlich wieder nicht. Shoutout zu meinem Mega Man X8 Let's Play. Mein erstes, mein zweites Let's Play auf dem Kanal. Müsst ihr euch angucken. Das ist awesome, das ist voll professionell. Oh, ehrlich. Ja. Ja, besser. Verpisst euch. Na, komm her, tschüss. Na, komm her. Boah, Junge. Captain Falcon Uppercut Punch Hieb Schlag. Okay, finde ich gut, aber dass wir hier vorankommen und neue Sachen sehen, das hat was. So, da ist noch so ein Ding. Darkrai, Level 3. Der Boden lässt Kämpfer einschlafen. Das sind alles Kämpfe, die ich auch schon in Dings hatte. Hier in Geistertafel. Was ein bisschen komisch ist und ich nicht gut finde. Also. Ich kam einfach da rausgeschossen mit der Macht des Captain Falcon. Und da ist er schon weg. Ich glaube, ich bin ein bisschen überpowered. Schlafschutz. Ach, den hatte ich noch gar nicht. Hä? Ich habe den doch schon mal besiegt, glaube ich. Dann habe ich dann wahrscheinlich diesen Schuss verpasst, ne? So, da war wieder so ein Ding, dass wir dahin gehen. Das ist eine Sackgasse. Dr. Stewart. Dr. Stewart. Ja, mach mal. Wird aber nicht nur an den Geistern liegen, dass ich hier so gut bin, ne? Da ist meine Level. Wo kam die Plattform her? So, die habe ich gar nicht gesehen wegen dem Los. Ist das? Ja, vielleicht bin ich so gut, weil ich Captain Falcon spiele. Kann natürlich auch sein. Auf Pfannkuchen. Pfannkuchen mit Karamell. Das sah jedenfalls so aus. Warte mal. Das war nicht. Ey, das war mein Fleisch. Aber doch immer das war. Irgendwann laufen die schon da rein. Boah. Kannst du mal auf dem Boden bleiben? Du musst doch nicht für jeden Angriff hier unbedingt in der Luft bleiben. Traum. Und jetzt ein Dings voll. Und da kommt nicht mal rein. Doch. Muss ich dann Ultimate einsetzen? Setz ich meine Ultimate ein? Ja. Ah. Flieg raus, Mann. Danke. Alter. Stuart. Kann ich immer so Schild öffnen und so was bekommen? Die gehen mir nämlich langsam aus. Dojo, Sprinter. Brauche ich alles nicht. Lauftempo, Sprungkraft. Geil. Ja, ist eine Truhe. Und dann kämpfen wir gegen hier so gegen diese irre Hand. Aber lass erst mal gucken. 61, damit lässt sich doch bestimmt irgendwas holen, ne? Irgendwas wollte ich doch hier, ne? Doppel Ultra Smash, das wäre vielleicht nicht schlecht. Agile Landung. Irgendwann werde ich das schon alles kriegen, ne? Würfe noch stärker.
Ich nehme an, wenn wir Crazy End besiegen, das ist auch Crazy End, ne? Dann werden wir bestimmt ein paar Lernjuwelen bekommen. Hi. So, warte mal, wo ist meine super Heilungs? Habe ich nicht gespeichert? Nee, ne? Setz mal das mal ein. Ich hätte auch so eine richtig geile Kombination gegen diesen einen Boss. Aber das ist nur Crazy End, den schaffen wir schon so. Na komm. Das Knie. Nein, das wollte ich nicht machen. Ich wundere mich gerade, wo ich heil mir uns, aber ich habe ja HP Klau eingesetzt. Ja, so eine Erinnerung habe ich. Das Knie. Nein, dreh dich um. Ja, kein Problem. Mach mal einen leichter Outplatt. Wie einfach der ist. Nein, Dreck. Ich dachte, da wird klappen. Guck mal, wie einfach der ist ohne Meisterhand, ey. Ich weiß dann einfach nicht. Boom. Boah. Das Knie, nein. Das Knie, das Knie, das Knie. Daneben nicht. Doch das Knie. Boah. Das Knie. Was ist das? Mein Gott. Das war sehr viel einfacher, als ich gedacht hatte. Also 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wir kriegen eine Menge von diesen Dingern. Komm, machen wir ihn einen auch noch platt. Richtig gut. Aber da war noch eine Truhe, die will ich erstmal haben. Oh, da ist auch noch eine Truhe. Sehr cool. Und unten wartet noch einer, den wir vielleicht erledigen können. Geisterpunkte 3000. Oh. Despota. Gelegentlicher Schaden für dich. Ach, heil ich hoch. Genauso. Aua. Wie kannst du es wagen? Oh. Dreck. So lange kann ich noch nicht treten, schlagen. Was ist das? Okay. Gib mir meine Knarre wieder. Ein bisschen Trinkgeld. Okay. Gut, nächste Truhe. Snack. Okay, von denen habe ich genug. Also. So, decken wir hier noch nicht mal alles auf, damit ich auch noch einen Überblick hier habe, was noch übrig ist. Dann gehen wir da unten weiter, ne? Da ist auch noch was. Ah. Gut. Machen wir die eine auch noch platt hier. Warte. Oh, ah. Er hat mir nur den Weg blockiert. Ich dachte, sie jetzt überall hier welche. Und ich kann die alle auf einmal erledigen. Hätte ich voll Wissenspunkte ja farmen können. So, was ich haben will, ist Sieg in Hauptgegner, um zu gewinnen. Ich bin nicht so Dingen hier. Ich hätte gern Autoheilung noch hier. Da
damit dürfte sich was hier machen lassen, ne? Das nennen wir Heil. Offensive. Also richtig geschrieben, ja, ne? Gut, damit dürften wir unkaputtbar sein für eine Weile. Weil ich gut habe, wie ihr voll viele neue Sachen wieder bekommen. Ja, das ist meine Farbkombination. So, jedes Mal, wenn wir jetzt Schaden machen, heilen wir uns und wir heilen uns alle 5 Sekunden. Das ist krass. Weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist voll krass. Boom. Die Gegner scheinen auch nicht stärker zu werden. Ich hingegen werde immer mächtiger. Und ja, sehr gut. Oh, ich habe jetzt echt gedacht, wir müssen jetzt hier überall gegen Crazy ankämpfen. Das wäre richtig geil gewesen. So, hier auf der Karte sehe ich die nicht. Die Geister, Dreck. Muss halt das Auge offen halten, ne? Ich will am liebsten immer erst irgendwo hingehen. Wo... Da kommen wir gar nicht lang, ne? Ne. Die wollten auch schon nach vorher. Wild Gunman. Alle Gegner gehen mit 300% Schaden. Weiß nicht, ob das. Oh Gott. Das könnte böse sein. Aber wir sind noch unverwundbar. So, warte mal. Ja, ich krieg den nicht dadurch auch schon raus. Sie. Boah, verarscht du mich? Start. Warte mal, Vergeltungsknarre. Boah. Der jetzt gegen mich eingesetzt. Ich gehe einfach auf los. Die scheinen irgendwie nur diese einen Typen hier zu beschwören, ne? Also beschwören. Ich meine einfach den, ja. Ja. Kann ich auch machen. Was ist das? Boah. Gut. Also Sachen, die kommen mir schon aus Geister, aus der Geistertafel hier bekannt vor. Ein bisschen nicht so gut, finde ich. Aber Ruhe. Snack und 3 heilige Schätze. Stärke Spezial für Gegner. Hey. Was ist nur Pfeil ein? Gut. Sieht fast schon so aus, ne? Bist du im Level 3 Geist hier? Machst du da? Tschüss. Tschüss, habe ich gesagt, Mann. Mein Gott, ist er schwach. Ich werde ihn einfach nur ab und zu zurückschlagen. So mache ich das, ja. Dann habe ich hier in die Fresse. Und einen Freund auch. So, hier wurde nichts geöffnet. Finde ich gut. Ja, hier lang. So, hier bin ich noch nicht gegangen, ne? Ah, jetzt komme ich hier runter. Gut. Bei den Uhren. Loki. Tor. Wir müssen gegen Ski kämpfen. Der gefällt mir jetzt schon nicht.
Boah. Ich treffe mich trotzdem, ja. Wenn du unsichtbar bist. Unsichtbare Gegner sind meine Lieblingsgegner. Nein, die Hexenzeit. Jetzt kann sie mich kaputt hauen. Na klar, hat hier irgendwas Nerviges ist. Warte mal. Jetzt ist halt, jetzt kann ich die Schick kaputt hauen. Boah, schön. Oh, schön. Oh, da war ja, das war sehr gut. Das in Zeitlupe. Das ist noch eine Dungeon, Alter. Hier geht es ja noch richtig weiter. Ich sehe schon wieder nicht, wo ich bin. Meta Knights. Hm. Lass mir den anderen Ort hier abklappern erstmal. Oh, das ist eine Truhe, sehe ich gar nicht. Habe ich gar nicht gesehen, Mann. Da bin ich nicht von hier gekommen. Warte, was? Ach so, da oben. Gehen wir erstmal hier zu den einen Ort. Ich nehme an, da ist es ein bisschen einfacher wieder. Wo lang? Da lang. Nö. Das ist ein bisschen unnötig. Ey. Warte, warte. Oder ist neue Dungeon, ne? Sagen, was ist diese Fratze? Chaos. Chaos. So von irgendeinem Sonic-Spiel hier, der finale Boss. Hat sogar die Musik. Metallgegner, Metall-Inkling. Ich schmelze dein Metall mit meinem Feuer. Dreck. Wie hast du mich bitte schon getroffen? Und spalte ich dich eben auf, diesen Schwert. Dann werde ich jetzt weg. Warum mache ich da eigentlich? Ja. Wart. Hörst du mal auf, mich zu greifen die ganze Zeit? Kann auch normal angreifen. Lad mal deine Tinte nach, die ist leer. Bist denn du für ein Inkling, ey? Muss auch gucken, ob deine Dings noch aufgeladen ist. Rüstart. Oder sein Dings fertig. Ja. Daneben. Daneben. Weil er will mich mit Feuer erledigen. Rüstart. Ah, Dreck. Ich dachte, ich würde das kriegen. Auf mich mit Feuer abzuschießen. Nein. Oh nein, jetzt aufgeladen. Was? Okay. Er hat seinen Roller rausgeholt. Ja, da war ein bisschen doof von dir, würde ich sagen, ne? Sag doch mal hier. Das sieht aus, das könnte halt irgendwie was von Sonic sein. Oh nein, das ist der Mittelfinger-Typ. Sie können mich mal. Lecken Sie mich recht herzlich am Hintern. Oh. Das ist so eine krasse Kombination hier an Geistern. Ja, komm her. Hey.
Komm her. Komm her. Komm her. Der kontert da, das gibt's doch einfach nicht. Meine Nachbarn rasten auch aus. Ich schon wieder schreien. Ja, auch vor die Hardcore-Zocker nehme ich an. Ich höre mal manchmal hier so, kennt ihr dieses Geräusch hier, wenn die PlayStation hochfährt? Ich höre mir so diese Soundeffekte, diese Konsolen-Soundeffekte, wenn man irgendwie eine Konsole hochfährt. Ah, 3 Sterne. Wii U zum Beispiel. Sprinter, Boden verursacht schweren Schaden. Dreck. Was soll's? Bum, 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 bum. Oh, ich muss gegen 3 kämpfen. Oh, einer von denen ist Fuego. Kotzt mich jetzt schon an. Na, oh, jetzt ist alles frei, Mann. Ja, das habe ich mir so gedacht, dass das so abläuft. Ich gehe jetzt trotzdem rüber. Boah, Junge. Ich habe mich einmal gegen Fuego, ne? Und dann kommt wieder so ein Kack. Das sind die Octolinge, ja. Ey. Stärkere Spezialangriff für Gegner, ja, damit kann ich leben. Stärker dagegen, was soll's. Octoling Mädchen und Octoling Junge. Nehmen wir auch einige an, die vielleicht irgendwie so als Echo-Kämpfer irgendwie frei irgendwann hinzugefügt werden. Oh. Ja, trotzdem fast gar keinen Schaden. Er war ja voll Unfall. Ja, war die ganze Zeit da oben, der eine hat mich von unten angegriffen. Knie. Oh Junge, lass mich doch mal machen. Er ist 1% Schaden bei den einen. Boah. Alter, kann ich auch mal was machen? Was sagt denn hier schon wieder? Ja. Oh. Boah, Junge. Alter, willst du mich verarschen? Boah. Knie. Boah. Nein, Finger weg davon. Keine Kinder dürfen damit nicht spielen. Nur Männer dürfen damit spielen. Männer in Pink. Bis dat. Oh, diese blöder Rollangriff, ne? Oh. Wie kann man denn so oft davon getroffen werden, ey? Na geil. Oh, Junge, ehrlich. Oh, warte, die kriegen so weit noch auf die Fresse jetzt. Oh. In den Kampf noch gewonnen, wenn ich da nicht so blöd runtergefallen wäre. Junge, lass mich noch mal. Hab das gehört? Ihr Hurensöhne. Aber über mir. Weiß nicht, was die da machen. Weil natürlich so fast jeden Tag. Junge. Alter, wie können die so koordiniert miteinander kämpfen, ey? Oh, und ich tu die ganze Zeit damit daneben auch, ne? Alter.
Ja, klar, genau. Boah, ey, Junge, da gibt's doch nicht. Ich mach mal anderes aus hier. Gut. Boah, jetzt kommt her. Kann ich wahr sein hier. Mitten gegen die Fresse. Oh, läuft an mir vorbei. Ja, ist gut. Oh, und ich verfehle damit auch noch. Kann ich mal wenigstens einen von euch raushauen, ey. Das gibt mir immer auf die Nerven. Boah. Boah, wie kann man diese so krass immer ausweichen? Ich verstehe halt nicht. Boah, der ist rausgeflogen, gut. Nein. Sehr gut. Komm, Roadkill. Leg raus. Nein. Bringt's nicht. Was hat eine Mine? Nein, geh weg damit. Aber wir können ruhig hier stehen bleiben. Ich heil mich. Was ist das? In die Mine rein. Sehr gut. Sehr gut. Ja, ich predicted. Habt ihr das gesehen? So, ich will lieber, wo muss ich ja gehen? Na, oh. Ist das? Also trifft mich jetzt damit und dann bin ich tot. Nein, okay, hat nicht so gezählt. Ist das? Nimm ein Schwert mit. Wow, fliegt doch jetzt mal raus, ey. Gott. Nein. Nein. Oh. Na. Oh. Machst du da? Komm her. Tschüss. Boah. Oh, war schon wieder viel zu viel Panik, ey. Wenn eigentlich sein müsste. So, haben wir ja noch was Schönes. Nein, okay, da ist wieder ein Dojo, aber das dauert noch ein bisschen, bis ich da hinkomme, ne? Landmaster. Na, Wissensbaum. Ich glaube, ich sollte doch hier mal ein paar Sachen investieren. Wo, so weit bin ich nicht mehr entfernt. Ich kann mit 98 kann ich mir so zwei Sachen holen, ne? Katapultierresistenter, perfekter Reflektor. Leichtere Würfe. Metallschreck, Smashback, vielleicht wäre vielleicht auch nicht schlecht. Verstärkte Luftangriffe. Da muss ich mich erst hier so ab hinarbeiten. Eigene Smash-Angriffe, die treffen heilen dich. Ich weiß nicht, ob das irgendwie stackt mit diesen Geistern, die ich habe. Agile Landung. Was machen die da auch? Ja, die ganze Zeit nur so. Ah! Okay, gut. Wie viel haben wir? 393. Ich meine, ich reg mich ja auch manchmal auf bei einigen Kämpfen, aber das ist schon wieder ein ganz schöner Unterschied. Oh, ich habe kein Geld für irgendwas. Gut, dann würde ich sagen, ich beende mal hier. In der nächsten Folge machen wir uns dann auf und spielen mit dem letzten Charakter in klassischen Modus durch, ne? Gut, würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye, bye.